Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse nun für Mittwoch, den 11. März 2020? Ich versuche mich heute wirklich mal ein bisschen kürzer zu fassen. Die letzten Videos waren auch doch immer recht lang gewesen. Unser DAX, ja, macht ein bisschen das Schaf. Aber es steckt vielleicht was anderes drin, wie was wir sehen. Von der Bewegung her auf jeden Fall, ja, eine deutliche Entschärfung der Situation. Das ist mal wieder ein bisschen, also wir haben mal wieder was in die andere Richtung gesehen. Haben keine neuen Tiefs gemacht, nicht weiter runter eskaliert. Ne? Hätte man bei dem Tagesschluss ja durchaus unterstellen können. Wenn Sie sich aber erinnern, was wir gestern gesagt haben, war das ja so im O-Ton, dass der Dienstag halt ganz gerne mal einen Aufwärtsgap macht, um die Leute alle long reinzuködern. Dann werden die unten nochmal rausgeschmissen und dann steigt man so in die Erholung rein. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt hier unten schon tatsächlich ausgereicht hat. Das Gap ist ja noch nicht ganz zu. Ist noch ein kleiner Teil offen, aber das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Also sollte der DAX hier über die 11.000 steigen, hätte er schon noch Chancen, hier mal das Gap hier oben zumindest zuerst zuzumachen. Und dann wären wir vielleicht schon wieder gefährdet, hier dann nochmal nach unten abzutauchen. Grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, dass wir hier unten noch was reinkriegen, aus dem Grund, dass die Aufwärtsbewegung zu flach ist. Na, also auch wenn man das hier sieht, das ist ja eher mehr das, was wir hier hatten, bloß ein bisschen größer. Ne, so von der Bewegungsspanne, von den Höhen, also wie weit die Wellen schlagen. Das ist so ein bisschen ein ähnliches Verhältnis wie hier oben, so untereinander. Das heißt, hier wäre jetzt fast denkbar, dass jetzt hier noch eine dritte kommt, dass man sich nochmal versucht. Das kann auch ein bisschen höher werden, vielleicht so die 11.200. Das würde ich noch weiterhin mitnehmen. Und ja, bin trotzdem hier oben ein bisschen vorsichtig mit den Pfeilen. Einfach haben wir gestern schon gesagt, dass das nicht so richtig, ja, nicht so richtig schick ist, hier was zu setzen. Also, ich würde das hier unten einfach weiterrücken. Das bleibt so gültig. Das bleibt noch bestehen. Oberhalb, wie gesagt, ist das Gap für mich jetzt schon interessant. Ist die 260, die ist super interessant. Das sehen wir im Tageschart gleich von unten. Dann haben wir hier die 430 bis 450. Das sind alles schöne Zonen. Die könnte man da oben alle noch ablaufen. Ich würde deswegen einfach mal hier den da wegmachen, so ungefähr, ne? Also wenn es unser DAX schafft, hier jetzt noch weiter hochzuarbeiten, durchaus denkbar, dass der in das Gap da reinklosen kann, solange er eben weiter oben hier arbeitet. Kann man vielleicht die 900 hier mitnehmen, dann wäre er wieder über dem mittleren Bollinger Band. Wenn er das schafft, läuft er auch bestimmt nochmal zum oberen. Ansonsten gab es auch noch ein paar Fragen. Ja, Martin, wie denkst du, wie geht's jetzt weiter und so fort? Also ich persönlich bin ja jemand, der da sehr chartorientiert unterwegs ist, und ich muss mich da auch dolle bremsen. Nein, jetzt nicht immer zu viel bei diesem Corona-Zeug reinzugucken. Es ist aktuell definitiv das, was den Markt hier treibt. Na, also in der Nacht zum Beispiel kam ja die Meldung hier mit China, dass die irgendwie 70% dort geheilt haben und alles wird gut und so ungefähr. Das hat ja dann für das kräftige Aufwärtsgap gereicht. Und dann kam auch nochmal Meldung aus Deutschland, dass man Einlagenzinsen. Nee, nicht Einlagenzinsen, sondern die Mindestanforderungen an die Kapitaldichten der Banken da senken kann, dass die quasi nicht mehr so viel Eigenkapital vorhalten müssen wie aktuell, sprich, sie mehr Geld zum Investieren hätten oder auch zum Rausgeben an Krediten. Das soll halt ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln. Da bin ich momentan, also da bin ich ein bisschen skeptisch, weil man diese Banken ja schon aus einem gewissen Grund dazu gezwungen hat, so viel Eigenkapital vorzuhalten, damit sie in einem Crash, ne, also wir erinnern uns an 2007, 2008, da kommt ja die ganze Geschichte her, damit sie dann standhaft bleiben. Wenn man denen jetzt einen Freifahrtschein gibt, hier richtig ins Risiko reinzugehen, in einer Phase, wo die Wirtschaft gerade ein bisschen strauchelt, ich weiß jetzt nicht, ob man da den Falschen die Leine zu lang lässt. Banken sind ja nun auch bekanntlich nicht unbedingt die, weiß ich nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, ne? Aber das sind ja häufig die Scheiße verzapfen. Muss man mal ein bisschen beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Also nicht, dass man sich hier neue Risiken auflädt, die dann auch noch eingepreist werden müssen, ne? Wenn dann irgendwo uns die Banken wegrauchen hier. Gucken wir mal. Ansonsten, ja, was wollte ich sagen? Die Corona-Zahlen, ich bin persönlich da, weiß nicht, mag immer gerne was sehen, was selber in der Hand haben, bin ich so der Fan, irgendwie auf NTV da zu hören, was mir erzählt wird.
Und ich tue mich momentan auch ein bisschen schwer mit dieser Quote, die die überall rausposaunen. Das schon von Anfang an konnte ich es nicht nachvollziehen, auch wenn viele Leute es mir immer wieder erklärt haben und immer wieder drauf eingegangen sind. Für mich ist eine Person, die infiziert ist, die kann sterben oder die kann geheilt werden. Das heißt, ich kann ab dem Punkt, wo die Leute da raus sind, kann ich sagen, okay, so und so viele sind geheilt und so viele sind dran gestorben. Und damit habe ich dann einen Prozentsatz, der quasi tödlich verläuft. Wenn ich mir das jetzt mal angucke in Italien und ich da einfach mal uns gedanklich mal zurückversetze, mal 10 Tage, 9 Tage, also 1,5 Wochen. Und wir mal schauen, wie viel wir da in Italien hatten. Waren das zu dem Zeitpunkt 1.100? So, nun sagt man ja, 2 Wochen dauert es ungefähr, dann dauert es ein paar Tage, diese Grippe überhaupt auszusetzen. Sprich, 2 Wochen später müsste man ja dann von denen hier, ne, von denen hier, die müssten dann theoretisch hier unten aufgesplittet sein. So, ne, entweder sind sie geheilt oder sie sind gestorben. Nach der Theorie, die überall vermittelt wird, 1-2% Sterbequote, würde das bedeuten, wir haben 1.000 Geheilte und 20 Tote. 2 Wochen später, nach dem 1.3. So, wenn ich jetzt aber gucke, wie sieht es denn aus, in Italien momentan, dann sehe ich jetzt hier 630 zu 720. Das sind jetzt in etwa die, die hier vor 8 Tagen quasi als confirmed, also als infiziert gemeldet wurden. Aber das passt irgendwie mit den 1-2% nicht. Das ist nämlich ein ganz anderer Prozentsatz und der ist schon ein bisschen gruselig, wenn man das so sieht halt, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ich will jetzt hier keine Panik machen oder, also, aber grundsätzlich glaube ich, dass es schon noch Spielraum gibt, newsseitig, auch mit dem Coronavirus, dass der Markt hier vielleicht noch etwas unterschätzt hat oder dass man hier vielleicht sogar noch was draufhaut. Wenn ich dann sowas gucke wie Frankreich, die haben 33 Tote, 12 Geheilte, Spanien 35 Tote, 32 Geheilte. Ich sehe diese 1-2% da nicht. Ne? Die kann man gerne mir erklären, dass das von diesen Infizierten runtergerechnet wird. Halte ich für nicht tragfähig. Also die können doch die 10.000, die jetzt hier stehen, mit denen zu vergleichen. Beziehungsweise mit denen zu vergleichen, das steht ja nicht im Verhältnis, weil davon ja auch noch mal 5.000 letztendlich dann hier landen und 5.004, ich weiß nicht. Also ich bin hier noch, ich denke, hier ist noch viel Spielraum. Wir sehen auch momentan diese Entwicklung, auch wenn wir uns das einfach noch mal vor Augen halten. Wir haben vor 9 Tagen hatten wir hier 1.000 stehen, jetzt stehen hier 10.000. Das heißt, es hat sich einfach mal verzehnfacht innerhalb von 10 Tagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es sich nochmal verzehnfacht innerhalb der nächsten 10 Tagen. Man hat ja dort drastischere Maßnahmen gemacht, aber die drastischen Maßnahmen sind eben zum Beispiel, dass man in Italien jetzt, im Norditalien, bis zum 4.3. alle Kindergärten, Schulen und so weiter geschlossen hat. Ne? Das heißt, alle, die Kinder haben, was wollen die machen? Die müssen fast zu Hause bleiben, die können auch nicht mehr arbeiten gehen. Ne? Wenn das jetzt langsam nach Deutschland überschwappt, geben wir uns mal, wir sind jetzt bei 1.400, geben wir uns mal noch 9 Tage, dann stehen wir auch bei 15.000 bis 20.000. So, und dann werden die Deutschen auch nicht mehr drum rumkommen, dann drastischere Maßnahmen auch zu platzieren, wie das aktuell der Gegenstand ist. Und wir haben es im Bekanntenkreis jetzt schon, wir haben schon den ersten ja, Bekannten, der jetzt auf Arbeit quasi betriebsbedingt gekündigt wurde, weil die einfach einen krassen Einbruch in der Auftragslage haben. So, und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ich sehe da schon noch, mir fehlen noch so ein bisschen die Meldung aus der Wirtschaft, dass irgendwo Firmen pleite gehen und sowas. Also wir haben hier noch viel Spielraum, der newsseitig quasi drücken kann. Das muss nicht heißen, dass der Markt deswegen fällt. Aber, und da komme ich jetzt dazu, um die Frage zu beantworten, Martin, wie siehst denn du jetzt die nächsten Tage? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns jetzt 2, 3 Wochen beruhigen. Wir sind jetzt 2, 3 Wochen richtig krass gefallen. Ich denke, technisch betrachtet ist da eine 2, 3-wöchige Erholung drin. Ich glaube, in der Erholung werden wir auf jeden Fall die 11.500 schließen im Gap. Und ich glaube, wir werden sogar hier mal nochmal in dem Bereich hier so, vielleicht sogar eine 12.400 sehen. Ja, dass man so in den Bereich sich so langsam hier hochhangelt. So, und dann ist es aber so, dass so eine impulsiven Bewegungen, wie sie hier kommen, eigentlich nie alleine kommen. Ne? Das kommt immer in mehreren Wellen und dann gibt es je nach, kann man Elliott-Wellentheorie nehmen oder was auch immer, gibt es verschiedene Muster und
Da gibt es entweder zwei Abwärtswellen oder drei Abwärtswellen. Oder aufgefächert eben dann auch sieben oder neun Abwärtswellen. Das will ich jetzt erstmal außen vor stellen. Aber Mindestausprägungsform sind halt zwei Abwärtswellen. Sprich, wir sollten schon davon ausgehen, wenn jetzt eine Erholung kommt, egal wo und wie sie hinkommt, dass wir nochmal eine Abwärtswelle kriegen. Und die orientiert sich in der Regel an der vorherigen. So, und wenn wir jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, dass er vielleicht bis 12, 200, 12, 400 jetzt ansteigen kann über die nächsten 2 Wochen. Dann kommt hier nochmal gut, was sind das? 3.500 Punkte. 3.500 Punkte Risiko von hier. Und dann wird es echt, hat es schon Potenzial hier ein bisschen weh zu tun. Und wenn ich das jetzt mal runterbreche und dann nochmal auf unsere Jahresanalyse gucke, ist das sogar hier im Chart mit drin. Auch wenn ganz viele hier ein bisschen sich lustig über meine Analyse gemacht haben, ihr habt das schon mitgekriegt, weil wir ja gesagt haben, wir wollen bis zum 15.03. da oben die 14.000 sehen. Aber es ist halt eine Analyse. Also ich bin nicht Gott, ne? Ich kann nicht hell sehen und kann immer nur so beschreiben, wie ich das sehe, ob es macht oder nicht. Das sei dann dahingestellt. Aber wir haben jetzt hier unten etwas, was mich irritiert. Wir sehen leider vorne nicht. Der hat schon einen Auflagepunkt. So, das ist jetzt der dritte Auflagepunkt an diesem Aufwärtstrend. Ich bin immer so ein Typ, der sagt, ja, in Büchern steht, ab drei Auflagepunkten wird ein Trend stabil. Erfahrungsgemäß ist der DAX aber eher so einer, der drei Auflagepunkte sich holt, beim dritten Mal hier so ein bisschen durchstachert und beim vierten Mal dann durchspringt. So, also das, was wir hier unten eingezeichnet haben, ne, dieser Short-Trigger, der quasi seit 12.000 aktiv ist, ne, weil der Markt hier eben oben nicht verwandelt hat, sondern unten den Short-Trigger umgelegt hat unter 12.000, unter 11.800, der hat jetzt im ersten Moment hier runtergeschlagen auf die 10.4, auf die Trendkante. So, jetzt wäre eine Erholung denkbar und schauen Sie mal, das ist genau das, was wir gerade aus dem 2-Stunden-Chart eben mit reingenommen haben. Ne? Zwar ein bisschen höher hier Richtung 12.400 haben wir, glaube ich, sogar gesagt. Ne? Aber so von der Grundidee, die wir im Dezember hatten, haben wir gesagt, wenn der Markt es oben nicht schafft, wenn er eben hier kein neues Hoch schafft und wegdreht und er fällt dann hier runter, sollte man echt aufpassen, wenn er dann auch hier drauf geht. Hier wird er wahrscheinlich nochmal reagieren und dann nach unten abspielen. So, an dem Punkt sind wir jetzt. Und von daher muss ich schon sagen, haben wir charttechnisch auch noch Spielraum nach unten. Und zwar sogar nochmal so viel, wie wir jetzt gefallen sind. Na, auch wenn das krass ist und auch wenn das dann vielleicht nicht ganz so schnell kommt. Aber da ist schon noch Platz nach unten, das dann eben zu verwandeln. So, und wenn dieser Trend dann hier, es ist wirklich schade, dass ich nicht mehr Kursdaten reinkriege hier ins Pro Realtime. Sonst könnte ich Ihnen das mal zeigen. Aber hier unten wird es dann halt auch, naja, hier ist dann nicht viel. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier bis 2.500, bis 5.000 runterfallen müssen. Aber ich glaube auch nicht, dass es dann bloß bei einer 9.400 bleibt und wir dann schon wieder nach oben steigen. Also das wäre zu einfach. Das wäre wirklich zu einfach. Wir haben so markante Hochs bei 8.000 rumstehen. Die könnten wir dann noch erreichen. Aber da bin ich wirklich bei einem Punkt, wo ich sage, das sehe ich eher Richtung vielleicht August, September. Juli, August, September kommen, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also, wenn dann die ganzen Spätfolgen von Corona tatsächlich transparent wären, wenn die ganzen Firmen hinten umspringen, die ganzen Produktionsausfälle dann erstmal spürbar wären, die ganzen, ja, alles, was jetzt nicht verkauft wird halt, ne? Alles, was nicht produziert und verkauft werden kann, wenn das dann transparent wird über die nächsten Quartalsergebnisse, ich glaube, dann ist durchaus hier nochmal ein bisschen Spielraum auch nach unten und, ja, ansonsten gehe ich jetzt schon davon aus, dass wir hier erstmal Ruhe reinkriegen, ein bisschen seitwärts übergehen. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir eine V-Umkehr nach oben machen. Ich würde eher denken, dass wir jetzt so über die nächsten 2, 3 Wochen auf jeden Fall mindestens, eher aber vielleicht sogar schon über die nächsten 2 Monate, dann hier ein bisschen einfach in die Seite reingehen und hier noch korrigieren. Ansonsten wären neue Tiefs unter 10.300, wären jetzt tatsächlich auch Short-Signale, Verkaufssignale und dann schon Richtung 8.700, hier Richtung dem Tief von 2016. Na, das wäre dann unterhalb das nächste Ziel. Man könnte dann auch so eine Projektion hier nochmal, die habe ich gerade weggelöscht, eine Projektion nochmal ziehen. Ah, jetzt habe ich doch schon wieder ganz schön lange gequasselt. Naja, ist egal. Ja, also der Bereich hier, der wäre dann interessant, 8.300. Und im Extrem, ja, 5.000 klingt jetzt extrem weit hergeholt.
Aber am Ende, wie viel sind wir? 2000 bis 2003, was ist mir da gefallen? 75%? Irgendwie sowas, ne? Ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür ist so viel Geld im Umlauf noch. Aber auf 5000 gucken Sie mal, es wären nur gerade mal 60% auf 5000. Also, weiß nicht, ob man sich damit anfreunden muss. Da bin ich, oh, ich bin da auch kein Freund, so Crash-Profit raushängen zu lassen. Pfuh, pfui, pfui, Deibel. Nee. Wir bleiben erstmal hier. Das. Nee, ich glaube, wenn ich das Wort in den Mund nehme und jetzt hier, das klappt doch gar nicht. Ich denke, wir konzentrieren uns jetzt erstmal hier noch auf die paar Punkte, auf die Bewegung. Und wenn der hier unten rangeht, wäre es aber schon, also technisch wäre das schon richtig, hier drunter, sich zunehmend abzusichern halt auch. Wenn man Schwäche sieht im Markt, die Schwäche dann auch zu shorten halt, ne? Also alles, was dann hier unter 10.300 ist, ist es kein Bullenland mehr. Es ist auch kein Bullenmarkt dann mehr. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Na, und von daher ist schon hier unten dann noch Risiko. Aber ansonsten, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass hier Ruhe reinkommt. Bisschen zumindest, dass wir hier ein bisschen wieder zur Seite schlagen. Ich kann mir vorstellen, dass wir einmal nochmal unter das Tief drunter dippen. Ja, das wäre obligatorisch einfach aus der Dienstagsregel raus halt auch, ne? Dass wir hier einfach mal so drunter rotzen. Die wirklich die letzten rausquälen, nochmal Longs bereinigen, dann wieder hochziehen. Und das Gap hier, das sehe ich auch zeitnah. Also ich glaube, das ist innerhalb der nächsten 3 Wochen zu. Entweder direkt jetzt hier noch gleich, über Mittwoch, Donnerstag, das würde auch ganz gut passen. Oder eben nachdem wir hier unten nochmal drunter gehauen haben, dann so eine richtig krasse Bewegung hier hoch, richtig lang und richtig durchgezogen. Jo, das sind so die Punkte. Also das sind auch so die Bereiche, auf die ich mich dann konzentrieren werde. Wenn hier unten ein Umkehrsignal zum Beispiel reinkommt, könnte ich mir einen Long vorstellen. Wenn hier jetzt wieder rote Kerzen reinkommen, vielleicht sogar nochmal ein Short in die Richtung. Ne? Das wird dann wahrscheinlich so ein Bewegungsmuster wie hier, dass man, wenn jetzt hier rot, wenn der hier oben drüber war, so vielleicht an der 11.200 und dann dreht sich rot ein, dass man dann vielleicht nochmal Short probiert Richtung ne, 10.500 so rum, 10.500, 10.700. Und ansonsten Gap Close oben finde ich interessant. Dann haben wir hier auch so eine schöne Knautschzone. Da wäre auch vielleicht ein Short nochmal schön, wenn er sich dann abdreht, weil er wird wahrscheinlich kein V hinkriegen nach oben. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also dafür ist er nicht wegen Nachrichten oder nicht wegen irgendwas, sondern einfach aus dem Grund, dass viel zu viel Schieflage drin ist jetzt hier. Das hat viel zu viele überrascht und überrumpelt. Und das sieht man eigentlich dann immer, dass der sich dann echt dumm anstellt auf dem Rückweg halt, ne? Weil viel zu viele immer auf den Zwischenstationen rausspringen. Gut, also, wir nehmen mal mit, hier unten noch ein neues Tief. Nicht ganz, wäre jetzt erstmal nicht ganz tragisch, nicht gleich in Panik verfallen, wenn da ein neues Tief kommt. Das kann auch erstmal nur eine Bärenfalle werden und zur Beruhigung beitragen. Ich denke schon, wir kriegen jetzt eine Beruhigung rein, also sogar auch mit neuem Tief, dass man das dann wieder aufkauft. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, unter 10.300 ist Bullenmarkt passé. Na, also der hört da auf, definitiv. Das geht aus dem Monatschart hervor. Jo, dann mache ich jetzt zu. Ich wünsche Ihnen was, gutes Gelingen, schönes Wochenende. Nee, Quatsch. Hä? Ist da erst Dienstag? Mittwoch. Mittwoch. Schönes Wochenende. Also, viel Erfolg zu Mittwoch. Ciao.